song. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 1404. Ich habe gerade etwas Verstärkung, mein kleiner Mann sitzt neben mir und möchte einfach mal gucken, was die Mama hier so macht. Und wir haben es geschafft. Wir haben genügend, in der Zwischenzeit, genügend Patrizier in unserer Stadt, damit wir mit dem Rest weitermachen können. Das heißt natürlich, als allererstes wird das Bedürfnis nach Bier gestillt. Finde ich jetzt nicht so toll, aber gut, es gehört zum Spielen, ne? So, und dann brauchen wir einen Klostergarten. Die Frage ist, ein Klostergarten reicht, glaube ich. Setzen wir den hier hinten dran, dass wir hier unsere Felderchen haben. Ich denke mal, ja, ist vielleicht am sinnvollsten. So, dann brauchen wir, was, 8 Felder. Wie klein sind denn die? Ach, guck mal hier, die sind so mini klein. Ich möchte auch setzen. Nee, das macht Mama jetzt mal. Wir zählen mal 3. Ein Eiland wurde gesichtet. Andersrum drehen wäre toll. Ich weiß immer nicht, wie man die drehen kann. Bin ich zu blöd dafür? Okay. Jetzt guck, so geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt müssen wir hier noch 2 dran. Komm, dreh dich doch mal. 7. Wo setzen wir es hin? Hier drunter? Ja, quer, aber. Ja, geht. Ich weiß nicht, wie das geht. Das auch mit X und Y? Ne. Du hast die Felder ja gerade eben auch gedreht. Ja, das ist einfach nur durchs Hin- und Herbewegen gewesen. Ja, das ist so ein Ding, das habe ich noch nicht herausgefunden, wie das funktioniert. Ja, das weiß ich, dass ihr euer Bedürfnis nach Glauben noch nicht stillen könnt. Wir sind doch schon dabei. So, das heißt, wir haben jetzt den Kräutergarten. Das heißt, wir können unsere Brauerei bauen. Das muss das hier in der Nähe davon sein oder muss es das nicht? Ach, wir setzen die jetzt einfach gleich daneben. Zack. Ne? Ja. Dann haben wir das. Unsere Route hatten wir ja schon festgelegt, dass wir hier das Brot und das Bier transportieren, sodass wir diese Bedürfnisse grundsätzlich jetzt endlich mal dabei sind zu erfüllen. Wir haben ja schon geguckt bei den Patriziern. Die haben genügend Brot, also das ist alles voll hier. Gemeinschaft ist klar, wir haben Straßen, super. Nein, ich denke mal, damit ist hier dieses, wie heißt es doch gleich, die Schenke gemeint. Ja, mein Geschäft wirft kaum Gewinn ab. Ja, aber wenigstens verschulde ich mich nicht. Ja, das ist, ja. Ich mich gerade auch nicht. Also, keine Vorwürfe hier, ja. Also, Bier produzieren wir gerade. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Steinmetzhütte, warum nicht? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Werkzeugmacherei, naja, das heißt, unsere Warenlager sind voll. Ist ja nicht weiter tragisch. So, was wollten wir als nächstes machen? Wir haben also das Bier erfüllt. Das heißt, es geht jetzt weiter mit der Kleidung. Und zwar möchten unsere Patrizier ja Lederwämser haben. Und die Lederwämser bedürfen ja, ja, ich weiß auch nicht, ziemlich viel Materialien. Zumindest laut Liste. Jetzt muss ich erst mal gucken, ich brauche ja eine Salzmine. Brauche ich dafür ein Salzvorkommen? Dann muss ich erst mal gucken hier. Wir haben ja hier nur solche Sachen. Wir können ja mal schauen. Nehmen wir jetzt hier einfach diese Salzmine. Können wir gar nicht machen. Das ist ja der nächste Schritt, da brauchen wir 690 Patrizier. Okay, dann kümmern wir uns halt noch nicht um die Klamotten, sondern werden uns jetzt vielleicht einfach mal um das Glas kümmern? Ja, ich denke mal. Um Glas herstellen zu können, brauchen wir Pottasche und Quarz. Quarz, welches dafür plant ihr? Brauchen wir hier unten noch Ruf. Na, das heißt, wenn unser Schiffchen, was wir ja hier oben haben und gerade ein anderes Schiff eskortiert, fertig ist, dann werden wir mal wieder mit unseren Urkunden hier runter in den Orient düsen und noch etwas Ruhm, Ruf, wie auch immer. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen.
kaufen. Denn ihr seht, wir haben zwar 440 von 440 Nomaden, aber wir sind noch nicht Verbündete des Scheiß. Und das ist denn dieser Teil hier, ne? Da brauchen wir noch Ansehen. Und ich hoffe, das war das mit diesen Urkunden, die wir da gekauft haben. Ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher. Ach, das mit dem Ruf, das macht mich fertig. Aber gut, das gehört halt nun mal dazu. Haben wir noch ein Schiff über? Nein. Aber wir können ja gucken, ob wir jetzt endlich mal hier bauen können. Ja, ein kleines Handelsschiff. Machen wir noch ein Handelsschiff? Eigentlich brauchen wir mal ein kleines Kriegsschiff, ne? Ich würde mal sagen, lieber das, dass wir uns ein bisschen mehr verteidigen können, wenn die Korsaren mal wieder im Anmarsch sind. Ja, dann bauen wir lieber das jetzt erstmal schnell. Oder was heißt schnell? Ihr seht ja, der Balken, also ganz schnell läuft er natürlich auch nicht voll. Aber ich hoffe einfach mal, dass hier oben unsere Eskorte bald mal vorbei ist. Ach, guck mal, wir haben gekämpft. Und die Rio Grande ist noch nicht ein bisschen angekratzt, aber hier. Meine Schiffe bringen mir regelmäßig Nachricht von seiner Majestät, dem Kaiser. Ja, ist klar, du bist auch so ein kleiner... Naja. Ich verehre den Kaisertyp. Nun gut, dann werdet ihr mal ein bisschen schneller. Ich mache hier mal ein bisschen plus, 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 plus. Dass wir hier am Ende der Karte auch mal ankommen. Weil das ist ja hier wirklich extrem. Sie haben ein Schiff erfolgreich eskortiert. Das ist schön. So. Ja, jetzt machen wir den noch nebenbei platt. Und der gedacht hat, das war es jetzt so einfach. Das Schiff ist weg und wir lassen den hier in Ruhe. Dann hat er sich aber getäuscht, ja. Und los geht's. Bäm. Machen wir platt. Guck mal, der greift uns auch nicht mehr an. Mal gucken, ob der denn vielleicht noch irgendwas fallen lässt, was wir gebrauchen können. Wenn der zerstört ist. Nein, los. Los, los, los. Ein Schuss noch und dann sind die platt. Sag ich doch. Nix. Der hat leider nichts verloren. Das heißt, wir können mit unserem Schiff hier zu Lord Northburg zurück. Oder wie auch immer er heißt. Und dann kaufen wir gleich unsere Urkunde. Ne? Oder machen wir das von hier aus gleich? Vielleicht ein Tucken schneller. Wir haben ja hier auch noch so einen leeren Laderaum. Gucken wir mal. Vielleicht ist das Schiff auch einfach schneller da. Machen wir mal. Damit wir ja vom Fleck kommen. Ne? Wir wollen ja schließlich Glas bauen. Und das mit, jetzt gucken wir in der Zwischenzeit mal, ob das mit unserem Bier funktioniert. Ob wir hier ordentlich Bier produzieren. Zwei. Wunderbar. Wie sieht's aus? Hier, guckt euch das an. Weizen im Überfluss. Gut, Mehl, da müssen wir vielleicht irgendwann dann doch nochmal eine zweite, ja weiß ich nicht, Mühle bauen. Aber wir schauen einfach mal. Wir werden ja sehen im Laufe der Zeit, was sich hier am schnellsten verbraucht, damit wir unsere Patrizia immer schön bei Laune halten, ja. Da kommen wir ja nicht drum herum. So, haben wir hier irgendwas, was wir denn noch Gutes tun könnten? Ausreichend erfüllt? Nee, gar nicht. Na doch, 0%. Verstehe ich gar nicht. Was braucht ihr denn? Wir alle sind von Allah gesegnet. Ja, das ist schön. Können wir eigentlich schon eine bauen oder gehört das denn hier unten mit? Eine Werft? Indigo-Teppichknüpferei? Bazar? Nö, können wir noch gar nicht bauen. Oder bin ich gerade zu blind? Nö. Eine Werft? Eine Moschee. Kommt auch erst, wenn wir den nächsten Ruf haben, ne? Also, das auch noch nicht zu erfüllen. Und Teppiche. Teppiche, Teppiche, Teppiche. Wir können mal gucken, was wir überhaupt schon. Seidenplantage, Indigo, das können wir schon machen. 5 Seidenfelder. Geeignete Fruchtbarkeit. Wir haben hier keine Seide. Verdammt. Indigo. Das heißt, wir müssen für diese beiden Sachen schon wieder eine neue Insel einnehmen. Na gut, dann werden wir das wohl denn demnächst tun. Zuallererst brauchen wir aber den Ruf, um vom Fleck zu kommen. Wo ist unser Schiffchen? Hier ist unser Schiff. Jederzeit. Ach, der erzählt aber auch immer viel. Ich auch, ich weiß. So, jetzt müssen wir das hier erstmal alles ein bisschen freischalten. Wie viel brauchen wir eigentlich? Wir kaufen ja einfach mal die große. Ich schlage ein. Super. Und damit ist auch schon voll. Und dann düsen wir mal hier runter und schauen, ob das eventuell schon reicht. Ist gar nicht so einfach, hier mit dem Ruf hinterherzukommen.
weil wir ja doch so nach und nach erst bauen können. Hatte ich mir eigentlich auch leichter vorgestellt. Ja, glaube, Glas. Da ist wieder das mit dem Glas. Die Lederbremser, gut, kann ich halt noch nicht. Kirche, Glas. Wir brauchen einfach mal ein Glas. Ganz, ganz viel Glas. Und dafür brauchen wir den Ruf. Also ohne unseren Großvisier kommen wir absolut nicht weiter, ja. Aber auch das Spiel kennen wir, das ist ja in jedem Spiel irgendwie so, in jedem Aufbauspiel oder in jedem Rollenspiel. Steht mir die gesamte Flotte. Lasst Schiffe patrouillieren, zum Schutze eurer Hoheitsgewässer. Ja. Ah, was habt ihr? Euer Beistand in dieser Angelegenheit wäre mir willkommen. Oh. Danke. Ja. Was habe ich? Bergen Sie eine Kiste Treibgut. Oh Mann. Ist jetzt mein Schiffchen endlich mal angekommen? Nee, noch nicht ganz. So. Ihr kommt, um ihr eure Verbund seht. Ja, super. Das haben wir. So, jetzt gucken. Falsche Perspektive. Jetzt nehmen wir das und dann düsen wir mit dem hier hin, um dann gleich den Auftrag zu machen. Wir brauchen ja noch mehr Ruf. Das hat ja keinen Sinn. Kommen ja nicht drumherum. So, das heißt, wir haben unseren Ruf jetzt erfolgreich hergestellt. Und dann können wir anfangen mit dem Glas. Beziehungsweise mit dem Quarzbruch. Jetzt muss ich nochmal gucken. Glas benötigt Pottasche und Quarz. Das heißt, wir werden jetzt hier so ein Teil hier hinsetzen irgendwo. Ist ja, denke ich mal, egal, was es für Bäume sind. Hoffe ich jedenfalls. Und jetzt befürchte ich, dass wir hier einen Mitspieler gestoßen. Das ist schön. Dass wir einmal hier Reihe rumbauen müssen. Ne? Ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Aber gut. Ich würde sagen, wir machen es gleich mal hier so in die Mitte. So. Eines ihrer Schiffe wird von Korsaren überfallen. Ja, das ist schön. Das interessiert mich gerade. Überhaupt nicht. Was brauchen wir denn? Werkzeuge. Also Kinders, ihr macht mich fertig. Ich bin ja hier nur am Hin- und Hergundeln. Wir haben auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. Werkzeuge. Das heißt, wir fahren hierher und holen uns unsere Werkzeuge. Das geht ja Gott sei Dank schnell. Eine Insel wurde ausgemacht. Ja. Naja, bin ich gespannt. Die kämpfen hier oben nämlich. Seht ihr? Das machen wir jetzt mal zuerst. Nee. So. Das sollen wir nämlich holen. Das Treibgut. Und bringen das gleich da runter. Nun komm. Mal ein bisschen schneller. Haben wir es? Ein Treibgut. Das machen wir. Kommt hier runter. Sehr schön. So, hier holen wir uns hoch. Das war ein bisschen nah. Hier holen wir uns jetzt gerade unser Werkzeug ab. Unser Werkzeug haben wir hier. Was nehmen wir noch mit? Vielleicht ein bisschen Holz. Noch ein paar Steine. Wenn wir nicht speichern würden, würden wir jetzt auf die Steine klicken und die Steine auch mitnehmen, oder? Was sagst du dazu? Ja. Ja, Spiel speichern. Naja, ist ja wichtig. Sonst würden wir hier, glaube ich, so manches Mal wieder von vorne anfangen müssen, nicht wahr? Spiel gesichert. Sie ja. sind auf einen Mitspieler gestoßen. Ja, ich stoße irgendwie andauernd auf irgendwelche Mitspieler. Wollen wir noch ein bisschen mehr Holz mitnehmen? Was sind das für komische Eisenrohre? Eisenrohre? Ja. Was meinst du? Dieses? Ja. Eisen. Oh. Ja, so einfach ist das. So, das wollten wir jetzt hier runterbringen, stimmt's? Damit wir hier unsere... Ach, Kinders, das ist ja irgendwie nicht so ganz mein Tag. Da wollte ich nicht hin, so. Und der sollte hier hin. Damit wir ja unsere Minen bauen können, ne? Der Sultan erlaubt euch, diese Gebäude zu errichten. Ja, das ist super nett. Ja, wir wollten doch hier den Quarzbruch machen. Und dann müssen wir hier auch dieses bauen. Auch das können. Haben wir Steine mitgenommen? Nein. Nein? Vielleicht, aber ich habe da keine Steine gesehen. Oh nein. Glaubst du mindestens? Doch, ich habe Steine eingepackt.
Yay! Wir können ja mal mit dem Schiff hier zusammen. In ihrer Siedlung fehlt es an Glauben. Oh, wenn das mal in echt auch so gehen würde. Zack, schon sind wir da. So einfach geht das. Gut, dann nehmen wir unser Schiffchen und machen das jetzt hier einfach mal leer. Holz haben wir offensichtlich schon genug. Na gut, dann ist das halt so. Und los geht's. Dann fangen wir an. Wir brauchen eine Waldglashütte. Naja, toll. Habe ich mir wieder ein Ei gelegt, würde ich sagen, wa? Brauchen wir so richtig, richtig dolle viel. Bauen wir jetzt einfach mal dahin. Und dann haben wir die hier. Und wie du erzählst mir jetzt schon wieder, dass das ein Privileg ist. Nein, er erzählt es mir nicht. Das finde ich gut. So. Wir bauen Straßen. Wir bauen eine Straße. Wupp. Und wir müssen ja nur hier eine Straße dran, ne? So. Dann haben wir dieses. Dann brauchen wir, um Glas herzustellen, brauchen wir noch was? Eine Glasschmelze. Wir haben jetzt Pottasche, stellen wir hierher. Wir können ja hier einfach mal ein bisschen auffüllen. Wir müssen wahrscheinlich noch so ein Dings machen, ne? Warte, wir gucken mal. Wir brauchen also Pottasche, stellen wir hierher. Ja, und Quarz bauen wir hier ab. Das heißt, im Idealfall stellen wir natürlich auch hier auf unsere Insel, damit wir hier nicht unnötige Wege fahren, gleich noch eine Produktionsstätte hin. Ja? Ja. Dass wir hier gleich das Glas produzieren. Dieser bedeutsame Auftrag mit dem einen Bart des Propheten. So, dann haben wir jetzt hier unsere Glasschmelze gebaut. Die muss natürlich jetzt warten, bis hier produziert wird und produziert wird. Vielleicht bauen wir hier hinten nochmal so ein bisschen Pottasche an, weiß ich. Also was bauen wir an? Na, ihr wisst schon, wie ich es meine, ne? Ist alles nicht ganz so einfach. Wir könnten ja eventuell dieses Kontor hier auch gleich mal mit einem, mit einer Straße vorsehen. Wieso kann ich denn hier keine Straße bauen? Ah, da kann ich eine Straße bauen, toll. Dann bauen wir hier gleich mal so einen ganz schicken, unschicken, nicht so schicken Weg hin. Dann holt dieses Kontor nämlich auch Ware ab. Dann ist es vielleicht nicht ganz so unnötig gebaut. Ja, so was haben wir hier. Haben wir noch Gold. Gold brauchen wir nun bei weitem noch lange nicht. Ja, die brauchen wir nicht. Wollen wir unsere Nomaden vielleicht doch einfach mal auf Gelb setzen? Einfach noch ein bisschen mehr Taler machen. Ich glaube, das ist ganz gut, ne? So. Dann haben wir welches Ziel erreicht? Was haben wir jetzt in dieser Folge gemacht? Kurz rekapitulieren. Wir haben Bier. Ne? Unseren Klostergarten haben wir gemacht. Die Bierbrauerei läuft. Naja, die könnte noch ein paar mehr Kräuter haben, aber ist mit 100% gut ausgelastet. Kontrollieren gleich nochmal den Lagerbestand, was wir hier so haben. Hier von gar nichts. Ja, ich denke, es wird produziert. Gut, Kräuter. Ich denke, vielleicht müssen wir nochmal so ein zweites Kräuterdingens machen. Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Ach, Kinners. Immerzu wird man ja angegriffen. Warum? Wo ist mein Kriegsschiff? Das steht natürlich hier unten, ne? Oder? Wo ist mein Kriegsschiff? Ist das ein... Ja... Es war kein Kriegsschiff, aber lassen wir das. Wir haben ja noch ein Kriegsschiff. Wo ist das? Muss doch auch hier unten sein. Genesis, das ist auch ein Kriegsschiff. Jetzt pass mal auf. Jetzt mache ich dich platt. So einfach geht das nicht. Wir bedanken uns, wie immer, bei euch fürs Zuschauen und wünschen euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.